Es geht wieder zurück auf die Vorstandsebene. Vorher holen wir uns hier aber noch die Punkte von dem. Autsch. Muss mal wieder ein bisschen warm werden. Oh. Darf ich mal? Dankeschön. Dem sogar ausgewichen, nicht schlecht. Da muss ich mich selbst mal loben, dem Stab. Holla, und jetzt schon ein Kill. Danke. Sehr schön. Bin ja jetzt auch ein bisschen stärker für das Gebiet, vielleicht hilft das was. Schauen wir mal. Was habe ich denn drin? Ich habe die Wiederbelebung und die Magnetdrohne drin. Ich würde halt gerne mal durchkommen, ohne meine Lebenspacks nutzen zu müssen. Also meine Injektionen. Krass, dass die inzwischen zurückhaut, ey, der Wahnsinn. Aber was ich vielleicht öfter mal benutzen kann im Standardkampf. Ah. Ist das Ding? Den Slowdown. Aber bei den schwereren. Shit. Alter! Von den Raketen hatten der. Autsch, autsch, autsch. Wieso ist denn der jetzt einfach willkürlich explodiert? Der kann doch von hier, oder? Ja. So, dann nehmen wir den noch unten mit. Wir brauchen ein bisschen Punkte. Gar nicht so gut funktioniert, wie ich gehofft hatte. Ich wollte doch ein bisschen Lebensenergie von dir haben. Autsch. Lässt du was fallen? Nein. Will mich nicht unbedingt mit dem Typen anlegen, der hier in dem Service-Schacht steht. Die Gesundheit kriegen wir schon noch von. Genau, der da hinten steht. Na, den einen können wir anlocken, aber will ich den großen? Ach, fuck. So, scheiß auf den Multiplikator. Jetzt holen wir uns halt die Gesundheit hier zurück.
blöd war. Ich hätte lieber eine Injektion nehmen sollen. Beinmodule von ihm habe ich noch nicht, oder? Autsch. Ja, und ich krieg sie wohl auch nicht mehr. Zumindest nicht direkt von ihm. So, nehmen wir noch den Kleinen hier mit. Kann das ja nicht unaufgeräumt lassen hier. Autsch, stand doch noch drin. Einen anlocken. Pff, shit. Alter. Okay. Und das war nur aus Eitelkeit, die Ecke hier oben. Ja, ja, wir wollen ja nichts stehen lassen. Okay. So. Dann nehmen wir noch ihn hier. Geht's noch? Da hinten ist der Serverraum, da war kein Gegner mehr drin. So. Ja, er holt den Wuffi. Der lässt sich auch nicht beeindrucken, oder? Tja. Was war das Scheißding? Ach, der zieht sich aber doch zurück, ja. Na, jetzt nicht mehr. So, Lebensenergie wieder voll. Wunderbar. Wenn man schnell genug ist, dann sind die Hunde auch kein Problem. Hier ist das Studio und hier geht's jetzt weiter.
Okay, das lief doch mal ganz gut. Und das hier dürfte neu sein. Oh, da geht's aber mächtig weit runter. Erziehungslager. What? Ja, hättest mal dein Nickerchen nicht gemacht, ne? Kleiner Wuffi. Free them all. Free, free, free. Zur Hölle geht denn hier ab? Das kann man aber auch schnell mal übersehen, das Ding. Okay. Damit wären wir wieder am Eingang. Na gut, dann prügeln wir uns mal in die Vorstandsebene rein. Der Kreis ja fast geschlossen gehabt. Verdammte Axt. Weiß aber trotzdem nicht. Nee, wie ich in die andere Tür da reinkomme. Aber wahrscheinlich kann man da gar nicht hinkommen. Also in die Zellen quasi. Dann locken wir die mal an. So, ich nehme die Laserdrohne. Okay, der muss gar nicht groß noch angelockt werden. Hält aber auch nichts aus. Er kooperiert nicht. Ziel überwältigen. Ach, scheiße. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zutritt gestattet. Das Geile ist, es ist wie bei Lord of the Fallen. Hab ich doch gesagt, die liegen ja alle tot. Ist wie bei Lords of the Fallen, dass das eigentliche Spielgebiet gar nicht groß ist. Man braucht halt trotzdem ewig. Piep, piep, Mäuschen, bleib. Ich habe so lange gebraucht, es tut mir leid. Es gab ein Problem, als ich den Neustart eingeleitet habe. Eine Spannungsspitze. Ich wurde aus dem System geworfen. Schon gut. Ich bin jetzt da. Ich dachte nicht, dass ich ihn retten kann. Aber er hat sich als außerordentlich zäh erwiesen. Im Gegensatz zu den anderen. Was? Nicht doch, Mr. Green. Ich bin doch hier. Was können wir denn für Sie tun? Nein! Nein, 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 nein! Ich bin hier! Es ist okay! Alles wird wieder gut! Alles wird gut! System! Defibrillator aktivieren! Reanimierung in 3, 2, 1... Stopp!
Reanimierung in 3, 2, 1, Schock! Nein, das kann nicht sein. Nach allem, was ich getan habe. Ich habe sie gerettet. Ich habe sie gerettet. Startvorbereitungen eingeleitet. Nucleus Lockdown deaktiviert. Achtung, UTP 01 bestätigt. An alle Utopia-Mitarbeiter, bitte sammelt euch an euren zugewiesenen Arbeitsplätzen und haltet euch für weitere Anweisungen bereit. Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist hier der Boss? Aber sie, das wirkt immer noch so, als würde sie eigentlich eher dienen wollen. Das gar nicht unbedingt alles steuern. Okay, der Bonham ist... Na gut, die sind sowieso alle tot. Der war dagegen. Ito war dafür. Nawabi war dagegen. Und... Green war dafür. So, was mache ich jetzt? Schön, also den Vorstand hat schon mal erledigt. Dann schauen wir doch mal zu Sally rein. Vielleicht hat sie noch was zu erzählen. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich hingehen kann. Wo sind denn noch... Wo ist denn noch ein Weg? Noch irgendeine Tür, die verschlossen ist. Na, jetzt ist er auch offline. Ne, hier vorne, der war off, der war noch online. So, sie wollte unbedingt zu den Geschäftsführern rein. Zum Aufsichtsrat. Aufsichtsrat und Geschäftsführer sind ja was anderes. Und sie wollte die schon retten, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie doch sich da im Dienste sah. Aber wer hat denn dann das Ganze, diesen Search ausgelöst? War das einfach nur... War das einfach nur, weil da irgendwie ein Systemneustart passierte? Okay, da sind wir aber ganz schön gut bewaffnet. Scheiße, ein Wuffi und einer von denen. Wahrscheinlich geht das Kraftfeld dann runter. Autsch. Kann ich einen von euch beiden anlocken? Oh, der hat so eine Cerberus-Rüstung. Thank you.
Scheiße. Zurückgezogen. Schwein gehabt. Dann schauen wir es auch gegen ihn. Fallout sind, schaffen wir es nicht gegen ihn. Aber so geht's. Du kannst nicht vorbei, kann ich wohl. Und noch ein Level 5 Implantat. So, wo geht's hier hin? Eine Hochgeschwindigkeitsroute direkt zu unseren Startplattformen. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's zu den Startplattformen. Also, bis dann. Ciao.